Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Build auf unserem schönen Kanal. Wir machen es heute mal andersrum. Wir präsentieren erst das fertige Ergebnis und fangen danach an, es zu bauen. Das liegt daran, dass das hier eigentlich auch eine Videoantwort an ein Projekt vom Jeddah ist, der das Projekt Minecraft der Woche angefangen hatte, wo das Challenge dieser Woche war, im Kreativmodus eine Kirche zu bauen. Tada, hier ist sie. Ich weiß zwar nicht, wie viele bisher mitgemacht haben, aber ich finde die Idee ziemlich cool, dass viele Minecraftler an dem gleichen Projekt arbeiten und dann nachher dann guckt wird, wer hat denn eigentlich das Coolste gebaut. So, dann zeige ich euch das einfach mal gerade. Die Location ist natürlich hier erstklassig. Bin hier ewig rumgeflogen, habe gedacht, so, wo kann ich nur eine Kirche hinsetzen? Bis ich auf die Idee gekommen bin, hey, lass sie doch einfach mal ins Wasser setzen, wieso nicht? Und wie kann man am besten hin? Über eine Brücke. Also, laufen wir doch einmal kurz rein. Diese Brücke hier, ins Wasser geschlagen, läuft darauf zu. Das Eingangstürchen mit einem Kreuzfenster oben. Kirche Complexo. Ja, mir ist kein besserer Name eingefallen. Und da sind wir auch schon drin. So, wir werden direkt mit Pflanzen begrüßt. Können uns unser Gebetsbuch nehmen. Und dann auf dem Teppich entlang zu unserem Platz zu finden. Ja, wir können es auch weiter angucken, anstatt beim Gottesdienst teilzunehmen, weil gerade ist ja keiner. So, was ist das hier hinten? Hier hinten ist ein Bootsanleger für die ganzen Kirchenbesucher. Denn eine Wasserkirche, was wäre eine Wasserkirche ohne Bootsanleger? Hier mit ganz vielen Pflöcken, wo die Leute ihre Schiffchen festmachen können. Und dann können sie durch diese Eingangshalle hier hereinlaufen, sich ihr Gebetsbuch nehmen und sich dann hinsetzen. Drüben noch ein paar Erkerchen. Ganz oben ist nochmal so ein Lichtkorridor. Tut mir leid, ich weiß leider nicht den Fachbegriff dafür. Gibt es definitiv. Und auf beiden Seiten befindet sich ein Eingang über eine Brücke. Oben auch mit einem Dachfenster und halt einem größeren Eingangsbereich als einfach nur eine Tür. Ja, es gibt aber noch ein paar weitere Extras. Nämlich, wir haben hier einen coolen Altar, von dem wir aus die versammelte Sippe hier predigen können. Und der Priester hat natürlich auch seinen eigenen Eingang, seinen eigenen Anleger, weil, Last-Minute-Prediger-Eingang. Ja, ich hab's nicht so mit der Pünktlichkeit. Und deshalb habe ich einfach gedacht, hey, lass mal einen Last-Minute-Eingang machen. Wenn schon alle sitzen, die Glocken läuten, kann er gerade anlegen, reinstürmen, steht in seinem Platz und kann anfangen. Ob das jetzt der richtige Platz ist, darüber kann man sich streiten. Aber naja. So, die kleine Dekoration überall mit den Pflänzlein. So. Hier gehen wir nochmal nach außen. Draußen. So. Hierbei wird es nebenbei die nächste Woche ein Let's Build geben, also ein echtes Let's Build, wo ich wirklich die Klötze hinklöpple. Es kam ja auch schon der Vorschlag, dass wir Ruinen in Mine City noch ins Wasser setzen. Das werden wir definitiv auch noch tun. Und da werden wir auch zusammen dran arbeiten. Nicht wieder hier so ein Alleingang von mir, weil ich irgendwie gerade nichts Besseres zu tun habe, wenn eine Vorlesung ausfällt, als einfach mal eine riesen Kirche zu bauen. Naja, tut mir leid, ist so. Ja, das ist die Kirche. Complexo. Danke fürs Zuschauen. Falls euch die Kirche gefallen hat, haut mal einen kleinen Däumchen hoch rein. Und das Projekt vom Jeddah, guckt euch das mal an. Macht mit. Wäre cool, wenn ich nicht der Einzige bin, der wirklich jetzt einen Eintrag gemacht hat. Vielleicht bei der nächsten Woche sind es ein paar mehr. Müssen ja noch nicht direkt irgendwelche Gewinne sein. Ich will jetzt auch gar keinen Gewinn haben, wenn ich der Alleinige bin, der jetzt was eingereicht hat. Ich habe mitgemacht, weil das Projekt an sich cool ist und jetzt gerade eine Kirche zu bauen, hatte ich auch Bock drauf. Also, haut rein, bis dann und danke für die vielen neuen Abos. Das bedeutet uns wirklich viel und wir werden definitiv euch nicht enttäuschen und euch noch viel mehr kreativen Content liefern, der euch unterhält, bis ihr aus den Socken fallt. Also, mit diesen Worten, bis zum nächsten Video, morgen um 16:30 Uhr. Tschüss!